Hallo und herzlich willkommen bei Smartphone Entdecken. Mein Name ist Sarah und heute erkläre ich Ihnen die Gefahren des Internets. Smartphones bringen leider nicht nur viele Vorteile ins Leben, sondern bringen auch einige Gefahren mit sich. Und damit Sie nicht in die Fallen von Betrügern tappen, zeige ich Ihnen heute, was Phishing, Malware und Spam bedeutet und worauf Sie dabei achten müssen. Spam-Nachrichten sind nichts anderes als ein Sammelbegriff unerwünschter Nachrichten. Das bedeutet zum Beispiel Werbung oder Inhalte, die Ihnen oder Ihrem Smartphone schaden können. Für Sie ist es daher wichtig, solche Nachrichten zu erkennen. Der häufigste Weg, wie solche Spam-Nachrichten auf Ihr Smartphone gelangen, sind per E-Mails. Das heißt, für Sie ist es daher besonders wichtig, die E-Mails genau zu überprüfen. Der erste Anhaltspunkt ist dabei immer der Absender. Das heißt, ist das für Sie ein unbekannter Absender, ein Absender aus dem Ausland oder ein Absender mit wild durcheinander gewürfelten Zahlen und Buchstaben, die keinen Sinn ergeben, so ist es sehr wahrscheinlich eine Spam-Nachricht. Das heißt, dann müssen Sie unbedingt dafür sorgen, dass diese Nachricht im Spam-Ordner landet. Aber auch der Betreff gibt oft schon einen Hinweis darauf, ob es sich um eine Spam-Nachricht handelt oder nicht. So können zum Beispiel im Betreff Gewinnbenachrichtigungen, Finanzen, Schuldentilgung oder irgendwelche geheimnisvollen Wunderpillen versprochen werden, die eigentlich schon einen Hinweis darauf geben, dass es sich dabei um Spam handelt. In dem Fall sollten Sie auch dafür sorgen, dass die Nachricht im Spam-Ordner landet und keinesfalls geöffnet wird. Dies waren nun zwei Merkmale, die Sie bereits überprüfen konnten, ohne die E-Mail zu öffnen. Wenn Sie dabei schon einen Verdacht auf Spam haben, dann sollten Sie die E-Mail am besten nicht öffnen, sondern einfach in den Spam-Ordner verschieben. Und wenn Sie sich danach allerdings noch nicht sicher sind, dann müssen Sie natürlich die E-Mail öffnen und weiter überprüfen, ob es sich dabei um Spam handeln könnte. Dabei sollten Sie allerdings darauf achten, dass Sie in keinem Fall Anhänge öffnen, das heißt vor allem Anhänge, die mit .zip, .exe, .pdf oder .doc enden, weil darin enthalten ist oft Schadsoftware oder Phishing-Software, die natürlich Ihnen schaden kann bzw. Ihre Passwörter abfangen kann. Bei E-Mails ohne Anhang ist es eher unproblematisch, die zu öffnen, aber Sie sollten definitiv darauf achten, dass Sie nicht auf Links klicken. Weil dadurch, dass Sie auf einen Link klicken würden, könnten zum Beispiel Schadsoftware auf Ihren Computer oder Ihr Smartphone runtergeladen werden. Wenn Ihre E-Mails zum Beispiel Handlungsaufforderungen wie bezahlen Sie die Rechnung oder Mahnungen von Inkassobüros beinhaltet, dann sollten Sie besonders aufpassen. Vor allen Dingen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie eigentlich keine offene Rechnung mehr haben und auch keine Schulden bei irgendwelchen Online-Händlern. Dann sollten Sie den Absender zunächst erstmal nochmal richtig prüfen, bevor Sie irgendeinen Anhang öffnen. Und wie Sie das machen, das zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst einmal anhand des iPhones. Da öffnen wir dann unsere E-Mail-App. Und dann schauen wir uns einmal irgendeine beliebige E-Mail an. Ich habe hier zum Beispiel eine von Apple. Und hier sehen wir jetzt nur von Apple. Also wir sehen da ausgeschrieben Apple, sehen aber nicht, welche E-Mail dahinter steckt. Und wenn wir das jetzt sehen wollen, dann klicken wir einmal hier auf den Namen und dann sehen wir hier no reply@email.apple.com. Und wenn wir jetzt ganz sicher sein wollen, dass diese E-Mail echt ist, dann können wir natürlich einmal beim Apple Support anrufen oder diese E-Mail googeln und dann finden wir meistens relativ schnell heraus, ob es sich dabei um eine echte E-Mail handelt oder nicht. So, und das Ganze können wir bei einem Android-Smartphone natürlich auch machen. Und wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Dazu gehen wir dann auf unser E-Mail-Postfach. Und dann sehen wir hier zum Beispiel eine E-Mail von Google. Hier steht natürlich auch wieder nur der Name ausgeschrieben, also Google ausgeschrieben. Und wenn wir hier angezeigt haben wollen, wie die richtige E-Mail lautet, dann müssen wir einmal unter Google, da steht dann an mich und so ein Pfeil nach unten, einmal da draufklicken und dann sehen wir hier von Google no-reply@accounts.google.com. Und hier können wir dann auch wieder schauen, ist diese E-Mail echt oder eben nicht. Nun komme ich nochmal zu dem Begriff Phishing. Das ist nichts anderes als eine Kombination aus Phishen und das P vorne ran für Passwort. Also es bedeutet so viel wie Passwort phishen. Und dabei wird eigentlich nur versucht, Ihr Passwort herauszufinden, damit eben mit Ihrem Passwort dann Schabernack getrieben werden kann. Das heißt zum Beispiel Abbuchungen von Ihrem Konto, die Sie nicht haben wollen, oder dass mit Ihrem PayPal-Konto eingekauft wird. Und das sind natürlich Sachen, die wir vermeiden wollen.
Sie sollten daher immer genau prüfen, wo Sie Ihre Daten eingeben und Sie sollten auf keinen Fall, nachdem Sie einen Link in einer E-Mail oder aus einer Nachricht geöffnet haben, danach Ihre Daten oder Ihr Passwort eingeben. Und auf gar keinen Fall, wenn irgendwo in einer E-Mail drin steht, Sie müssen jetzt Ihr Passwort verifizieren oder wir müssen Ihr Passwort haben oder auch wenn Sie jemand anruft, so nach dem Motto, wir sind der Support von PayPal. Auf gar keinen Fall das Passwort angeben. Der Support von PayPal, Amazon oder sonst was, die werden niemals Ihr Passwort erfragen. Und da bitte darauf aufpassen, dass Sie das definitiv nicht weitergeben. Nun komme ich zu dem Begriff Malware. Malware ist nichts anderes als schädliche Software, die sich auf Ihrem Smartphone befindet und zum Beispiel unerwünschte Werbung anzeigt oder Ihre Daten abfängt und an Kriminelle weiterleitet. Das wollen wir natürlich vermeiden. Diese Software gelangt zum Beispiel durch E-Mails, Kurznachrichten oder durch Downloads, die nicht geprüft worden sind, auf Ihr Smartphone. Daher ist es für Sie besonders wichtig, dass Sie Installationen aus unbekannten Quellen vermeiden. Dazu können Sie präventive Maßnahmen schaffen, indem Sie die Installation aus unbekannten Quellen deaktivieren. Das geht allerdings nur bei Android-Smartphones, weil bei iPhones ist das so, dass das von vornherein nicht gestattet ist. Das können Sie nur machen, wenn Ihr iPhone einen Jailbreak hat, also quasi gehackt wurde von Ihnen selbst. Und bei Android-Smartphones muss man diese unbekannte Quelle vorher deaktivieren. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Dazu nehmen wir unser Smartphone in die Hand, gehen dann wieder auf Einstellungen und dann finden wir hier den Punkt Biometrie und Sicherheit. Da klicken wir dann einmal drauf und scrollen ein wenig nach unten und dann sehen wir hier auch schon den Punkt Unbekannte Apps installieren. Da klicken wir dann einmal drauf. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Google Chrome. Das ist unser Internetbrowser. Und hier können wir zum Beispiel sehen, haben wir gerade eingestellt, nicht zulässig. Das heißt, alle Apps, die wir daraus installieren wollen oder Downloads, die sind eben nicht zulässig, wenn es unbekannte Apps sind. Wenn wir das umändern wollen, dann gehen wir hier einmal auf Google Chrome und dann können wir hier den Schieberegler auf aus dieser Quelle zulassen, nach rechts schieben und dann haben wir eingestellt, dass eben die Downloads doch erlaubt sind. Ich würde allerdings empfehlen, das immer auszulassen und eben nur bekannte Apps zu downloaden. Zudem macht es natürlich Sinn, die Apps nur aus den bekannten App Stores zu downloaden, das heißt bei iPhones aus dem App Store und bei Android aus dem Google Play Store. Und da macht es natürlich auch noch Sinn, sich die Bewertungen und die Zugriffsrechte der Apps anzuschauen und am besten die Zugriffsrechte auch, soweit es geht, zu deaktivieren. Für Sie ist es auf jeden Fall wichtig, dass Sie bei unbekannten Nachrichten immer Ruhe bewahren und besonders dann, wenn diese Nachrichten Rechnungen enthalten oder Links, auf die Sie klicken sollen, sollten Sie diese immer genau prüfen und vor allen Dingen ruhig bleiben, weil in den meisten Fällen handelt es sich dabei tatsächlich um Betrug. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.